Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online zusammen mit Lilly, hallöchen. Lilly, wir sind hier letztes Mal bei Konrad stehen geblieben und wir hoffen, der kann uns jetzt einen Schlüssel anfertigen, damit wir nach Golden Hills kommen. Ich hoffe ehrlich gesagt gerade nicht, dass wir übernachten müssen, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Wahrscheinlich schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich brauche Eisenerz, um den Schlüssel für dich schmieden zu können. Du weißt ja schon, dass es sich in der Damaskusmine südwestlich von hier befindet. Nimm meine Hacke und reite zur Mine, damit wir bald anfangen können. Okay. Dann holen wir noch ein paar Materialien für ihn. Was auch sonst, der hatte nie was auf Lager. Nee. Er wartet immer so lange, bis es aufgebraucht ist und er uns schicken kann. Ja. Sag mal, der macht, wir absteigen. Ich so. Der macht Warum das natürlich schlau. Ich will nie absteigen. Damit er ja nichts erledigen muss. Oh, ich hab schon alles gut. Wieder aufsitzen. Warten wir noch schnell, bis die gute Lilly fertig ist. Bin fertig. Ich bin nur zu blöd aufzusteigen und so. Ach, das ist schon okay. Ja. Kann passieren. Ja. Oh, ich bin fast gegen den Baum geritten. Sehr gut. Du hast das ja schon früher einmal gemacht. So langsam machst du das richtig gut. Es kann ein bisschen dauern. Wenn du mir allerdings mit der ersten Phase hilfst, dann geht es schneller. Außerdem kannst du so deine Schmiedekunst weiterentwickeln. Eines Tages willst du vielleicht Schmiedelehrling werden. Wer weiß. Nun, hör mal zu. Manchmal will ich, dass du das Eisen auf dem Amboss mit dem Hammer bearbeitest. Manchmal will ich, dass du das Eisen im Feuer erhitzt. Und manchmal will ich, dass du es im Wasser kühlst. Ich sage dir jeweils, wann was zu tun ist. Timing ist hier sehr wichtig. Und wenn dir eine Sache misslingt, müssen wir von vorne anfangen. Hast du verstanden? Du kannst nicht auf dem Pferd sitzen, wenn wir schmieden. Diese Arbeit macht man mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Stelle dein Pferd ein Stück weiter weg. Bitteschön. Hier hast du meine Schmiedezange und Hammer. Sei bereit, sie anzuwenden. Alter, fühle mich wie beim Hufeisen schmieden. Meine Güte. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir noch gefühlt 7 Tage schmieden werden jetzt. Oh Gott, hör doch auf. Oh, erhitzen. Sagt mir so mein Gefühl, weil wir mit dem Eisen ja auch schon so schön wenig Amboss zu tun haben. Na, wenigstens haben wir jetzt mal beides in den richtigen Händen. Erhitzen. Stimmt. Ups. Frage ist, wie lange? Ach, keine Ahnung. Amboss. Len. Kühlen. Hitzen. Hallo, ich kann nicht laufen. Stimmt, ist dein, ich kann nicht mehr laufen, stimmt, nicht schon wieder. Stimmt, ist dein Wasser gleich wieder leer. Nein. Nein. Lauf, lauf, zweimal lauf. Zweimal erhitzen. Jetzt, oh Gott. Oh, wie nervig. Nach dem zweimal Erhitzen kommt Amboss. Dann kommt wieder Erhitzen. Meine Güte. Und dann kühlen. Und kühlen. Und dann erhitzen. Und dann bearbeiten. Aber das dauert ganz schön lange heute. Ich glaube, wir werden ein richtiger Schmiedeprofi. So oft, wie wir das jetzt in letzter Zeit machen mussten. Nein, ich häng schon wieder fest. Oh, lauf. Nee. Lauf. Gott. Aber ist das auch mal vorbei? Na endlich. Richtig ätzend.
Oh, Halleluja. Du warst eine sehr fleißige Schülerin, muss ich sagen. Ich glaube, du kannst richtig gut werden, wenn du willst. Ich werde die Arbeit mit dem Schlüssel jetzt abschließen und dann muss ich das Eisen bis morgen ausruhen, damit es besser hält. Komm morgen zurück, dann ist dein Schlüssel fertig. Nein! Habe ich nicht gesagt, wir müssen übernachten? Wir kommen doch noch nicht heute zu. Nach. Oh Gott, ich kann es nicht mal mehr aussprechen. Golden Hills. Genau. Oh Mann, wollen das wir nervt mich gerade. Die Quest noch machen? Was, welche? Ein kleiner Hammer ist nicht. Ist leicht zu verlieren. Ja, okay, mach mal die. Guten Tag, ich habe im Moment leider keine Zeit mit dir zu reden. Weißt du, ich habe Jenna versprochen, diese meisterlichen Blumenkisten für sie vor dem Sonnenuntergang fertig zu schmieden und ich bin bereits verspätet. Dieser Hammer hier ist nicht das richtige Werkzeug für diese Blumenkiste. Wenn diese Kiste die am besten auf der Welt, die besten auf der Welt werden sollen, dann darf es hier keine Kompromisse geben. Ich brauche meinen kleinsten Hammer. Warum ich verspätet bin? Wenn du meinen Hammer, wenn du meinen kleinsten Hammer für mich holen kannst, dann werde ich es dir erklären. Danke. Ich habe mir eine kleine Pause verdient, also lass mich zuerst von diesem seltsamen Ereignis erzählen, das an meiner Verspätung schuld ist. Es war heute Morgen, als ich mit dem täglichen Schmiedearbeiten angefangen wollte. Da sah ich einen komischen Mann auf die Schmiede zukommen. Er hatte eine Kapuze über dem Gesicht und dunkle Sonnenbrillen auf der Nase. Es war ein warmer Tag und dicke Wolken lagen über dem Himmel, also kam mir das etwas seltsam vor. Na gut, er wirkte etwas verloren und fragte mich nach dem Weg nach Silverglade. Ich erklärte ihm, dass er nur auf dem Weg den Hügel entlang folgen muss und dann bei der Kreuzung nach links. Er sah verwundert aus und sagte, dass er es nicht verstanden hat. Ein Schwermut überkam mich, so schlecht kann meine Beschreibung doch nicht gewesen sein. Na gut, soll mal einer sagen, dass Konrad Marston keine ordentlichen Wegbeschreibungen liefern kann? Also habe ich beschlossen, ihm die beste aller Wegbeschreibungen zu geben. Ich habe ausführlich erklärt, wie er gehen muss. Ich habe auf das Schloss gezeigt und gleich dessen ganze Geschichte erzählt, damit er dieses wichtige Gebäude nicht vergisst. Damit er wirklich versteht, worum es geht, habe ich sicherheitshalber die ganze Geschichte Silverglades miterzählt. Angefangen bei John Jarl. Das hat mich den ganzen Vormittag gekostet, aber diese Wegbeschreibung war die deutlichste, die ich jemals von jemand von mir bekommen hat. Als ich mich umdrehte, um zu fragen, ob er noch etwas wissen wolle, war er schon verschwunden. Ich nehme an, dass meine Wegbeschreibung so vollendet war, dass keine weiteren Erklärungen nötig waren. Na gut, meine Ehre war wiederhergestellt und der Mann war offensichtlich auch zufrieden, also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Also, verstehst du, warum ich aus diesem Grund verspätet war? Nun, habe ich lange genug pausiert. Hast du meinen kleinsten Hammer geholt? Er liegt dort hinten, neben der Schmiede. Oh, Emine. Ja, das mache ich auch immer, wenn mich jemand nach dem Weg fragt, dass ich ihm dann nochmal die ganze Geschichte von dem Ort erzähle. Tut mir leid, ich muss leider die Club- und Freundschaftsanfragen ablehnen. Ich möchte auch keine, aber ich habe auch keine Anfrage bekommen bisher. So. Du hast den Hammer nicht gefunden? Hast du genau nachgesehen, auf dem Tisch oder vielleicht darunter? Du hast nichts gefunden, sagst du? Merkwürdig. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie ein Werkzeug verloren. Spielt mir mein Gedächtnis auf meine alten Tage womöglich einen Streich? Bin ich ein alter Mann geworden am Ende seiner beruflichen Laufbahn? Das ist einer der schlimmsten Tage in meinem ganzen Leben. Ich kann zum ersten Mal eine Bestellung nicht innerhalb der vereinbarten Zeit abliefern. Könntest du Jenna diese fürchterlichen Nachrichten übermitteln, dass ihre Blumenkiste heute nicht mehr fertig werden? Danke. Du musst mich entschuldigen. Ich muss nur noch meinen Hammer suchen. Richte Jenna aus, dass ich nicht eher ruhen werde, bis ich die Blumenkiste fertig habe. Das schwöre ich hoch und heilig. Erzähle Jenna, was passiert ist und bitte sie in meinem Namen um Entschuldigung. Auch wenn ich weiß, dass diese Schande nie wieder gut machen lässt. So, nun muss ich mir überlegen, wie mein Leben weitergehen soll. Ich habe ja noch nicht mal einen Nachfolger für meine Schmiede gefunden. Das ist wirklich ein schwarzer Tag in meinem Leben. Oje, überdramatisier das doch nicht so. Mensch, das ist ein Hammer.
Ja. Hammer kosten jetzt auch nicht so viel Geld, um sich die neu zu kaufen. Und da wir auf Jorvik sind, wo eh jeder jedem irgendwas in den Arsch schiebt, kriegst du das auch hin. So. Alter, Lilly. Was denn? Alles gut. Meine Blumenkisten werden später geliefert? Welche Blumenkisten? Ja, genau, ich habe Konrad gebeten, ein paar Blumenkisten für mich herzustellen. Das habe ich fast vergessen. Ja, das macht nichts, wenn sie jetzt zu spät ankommen. Gab es einen Grund, warum Konrad nicht rechtzeitig mit den Blumenkisten fertig wurde? Er hat einem mysteriösen Mann den Weg nach Silverglade erklärt und konnte nach seinem Hammer nicht mehr finden? Das ist aber seltsam. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Etwas Komisches geht hier im Moorland vor sich. Wenn du noch mehr von solchen seltsamen Vorfällen hörst, dann erzähl mir bitte davon. Ah, das hängt mit den Vorfällen zusammen. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Gute Frage. Irgendwas, was in der Nähe ist. Was hat die? Wie heißt die überhaupt? Julie. 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 Hallo. Du hast Loretta doch mit Tanzparty geholfen, was? Wie war nochmal gleich dein Name? Ah, oh, ein sehr schöner Name. Ich bin Julie. Du, ich habe gehört, dass du hier viel im Stall geholfen hast. Könntest du mir eventuell einen mega Gefallen tun? Super, es ist nichts Großes. Es müssen nur die Pferde im Moorlandstall gestriegelt werden. Das geht super schnell. Warum ich die Pferde nicht selber striegeln kann? Sorry, aber was glaubst du denn? Siehst du nicht meine super hübsche neue Hose? Außerdem muss ich dringend nach Jorvik City zum Shoppen. Meine Eltern haben mir ein komplett neues Reiteroutfit versprochen. Ich meine, sorry, aber das alte ist sowas von letzte Saison. Damit kann ich mich ja nicht mehr außer Haus wagen. Und meine Fingernägel könnten auch mal wieder etwas Pflege vertragen. French Manicure vielleicht? Mal sehen. Also, kannst du die Pferde striegeln? Bitte, sei so lieb. Danke. Oh, typisch Popcat-Tussi ist meine Güte. Das ist aber ein Hufkratzer, den du mir gegeben hast. Und achso, auch ein Striegel. Ich kann schon wieder nicht absteigen, Junge. Lene! Möchtest du gestriegelt werden? Hier. Hm? Alter! Lilly. Ja, das wird jetzt bei allen passieren. Wirklich? Ja, du musst, also außer beim Hufe auskratzen, du musst, ich musste die auch gerade nicht mal mit dem, ich musste das nicht mal hinziehen, ich konnte einfach so anklicken. Wieso schon, hä? Ich komme nicht drauf klar. Das ist aber schon mega lange so. Okay, dann habe ich seit das Problem ist, habe ich bisher nie mehr sowas machen müssen. Wieso zur Hölle wird man dann zu seinem Pferd hingeportet? What the hell? Ja, ich weiß es auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht verstanden. Oh Gott. Also, Starsavid ist mir manchmal wirklich in die Rätsel. Vor allem, was die Bugs angeht. Wie unglaublich. Wie immer. Vor allem, alle haben jetzt die Hufe super. Oben, als ob man noch am Striegeln wäre. Am Hufe auskratzen wäre. Ja. Komisch. Ah, super. Vielen Dank. Wir könnten echt Freunde werden, du und ich. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen, wenn du so weitermachst. Wirst du bei uns bald ein höheres Ansehen haben. Danke, ich verzichte. Ja, wirklich. Gut, das haben wir schon erledigt. Bin ich froh, ich habe keinen Bock mehr auf Pferdestiegel. Ist das Frau Holzwurf da drin wieder? Ich glaube schon. Oder? Ja. Nee, ah doch. Es ist alles voll mit Pflanzen. Ich sehe nicht mal mehr, wer eine Quest für mich hat. Das ist. Oh, ich habe das gar nicht. Ich habe das gar nicht angezeigt auf meiner Karte. Es ist alles voll. Ich muss es, glaube ich, mal ausstellen. Hallo? Warum ich so sauer reinschaue? Ja, du, jemand hat meinen frisch gebackenen Kuchen gestohlen. Aber das nicht schon gehabt? Also, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Das war sicher diese Tan oder ihre Freundin Loretta. Warum ich das glaube? Ja, vor ein paar Tagen war Tan hier und fragte mich, ob sie nicht ein Stück Kuchen haben könnte. Ich sagte, dass sie gerne ein Stück haben kann und habe sie gebeten, ob sie vorher nicht die Post für mich holen kann. Ja, das hatten wir doch schon. Ja.
ich bin doch auch nicht mehr die Schnellste heutzutage. Kannst du dir vorstellen, was sie da gemacht hat? Sie hat die Nase gerümpft und gesagt, dass sie den ganzen Kuchen haben will und froh sein soll, wenn überhaupt jemand meinen furchtbaren Kuchen essen möchte. Da habe ich den Besen genommen und dieses freche Mädchen verjagt. Schneller als der Blitz war sie wieder beim Mäulernstall. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so verärgert. Und normalerweise werde ich nicht so schnell ärgerlich. Kannst du zu Tante Geiten fragen, ob sie meinen Kuchen gestohlen hat? Danke, das ist sehr lieb von dir. Wenn ich sie frage, rege ich mich nur wieder auf und das möchte ich lieber vermeiden. Danke für deine Hilfe. Okay. Ich glaube, die Quest hatten wir doch noch nicht, nur in einer anderen Art. Sicher? Aber genau das haben wir schon mal gelesen, das weiß ich. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass es eine andere Quest ist, aber mit dem gleichen Text. Das wäre voll dämlich. Okay. Das ist Star Stable. Ja, das stimmt. Wie Kuchen. Also, ich habe sicher keinen Kuchen von der alten Oma gestohlen. Niemand mag ihren Kuchen. Der ist super eklig. Ha. Ich bin kein Dieb, ich schwöre. Da will mir jemand eins auswischen. Sicher Loretta. Warum ich glaube, dass es Loretta ist? Naja, vor ein paar Tagen habe ich meine super coole neue Uhr bekommen, die ich bei J-Bay gekauft habe. Super cool. Du verstehst, oder? Natürlich wurde Loretta eifersüchtig, genau wie ich es mir gedacht habe. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass sie so tief sinken würde und die Uhr von mir stiehlt. Sie will es nicht mal zugeben. Echt mies. Und jetzt hat sie auch noch den Kuchen von Frau Holzwurf gestohlen, nur weil sie eifersüchtig auf mich ist. Du sprichst mit Loretta, sagst du? Gut. Viel Erfolg oder was auch immer. Sag ihr, dass ich meine Uhr wieder haben will. Ansonsten sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Okay. Ups, die ist ein bisschen böse. Oh ja. Was? Tan behauptet, ich sei ein Dieb? Ich habe überhaupt nichts genommen. Weder diesen ekligen Kuchen, noch diese hässliche Uhr. Okay, wir persönlich? Das ist wieder mal typisch. Tan verliert ihre hässliche Uhr und dann verdächtigt sie mich. Warum sollte ich eine so billige, hässliche Uhr haben wollen? Wenn ich so ein grauenvolles Teil tragen würde, könnte ich mir ja nicht mehr nach draußen trauen. Also, ich weiß echt nicht, was mit der los ist. Und ich habe auch keinen Kuchen gestohlen. Im Ernst, es war schließlich Tante, die ein Stück von Frau Holzwurfs Kuchen haben wollte. Sie findet den Kuchen nämlich urgut, aber sie traut es sich nicht zu sagen. Aber weil sie nichts bekommen hat, sagt sie nun, dass er eklig sei. Kapierst du? Das ist so irre. Jetzt bekommt sie auf alle Fälle keinen Kuchen mehr von Frau Holzwurf. Wer dann die Uhr gestohlen hat? Ach, keine Ahnung. Du musst aber auf jeden Fall Shadow sagen, dass ich es nicht war. Im Ernst. Tan erzählt uns allen, dass ich ein Dieb bin und das kann ich echt nicht gebrauchen. Alle kennen Shanna und wenn sie sagt, dass ich unschuldig bin, dann glauben die Leute ihr das auch. Sagst du sie bitte? Danke, super. Okay. Da ist aber mal was im Gange, ne? Dezent, ne? Ganz wenig. Hallo, wie kann ich dir helfen? Aha. Loretta lässt ausrichten, dass sie weder Frau Holzwurfs Kuchen noch Tanzuhr gestohlen hat. Ich wusste nicht mal, dass diese Sachen verschwunden waren. Wirklich seltsam, findest du nicht auch? Da geht etwas vor sich, das mir gar nicht gefällt. Komm zurück, wenn du noch mehr seltsame Dinge hier im Moorland erfährst. Ich bin wieder da. Ich glaube, im Moorland treibt ein Dieb sein Unwesen. Konrads Hammer, Beatrice Trophäen, Tanzuhr und der Kuchen von Frau Holzwurf, dass das alles auf mysteriöse Weise verschwunden ist, kann kein Zufall sein. Das denkst du doch auch, oder? In dem, was sie uns erzählt haben, verstecken sich bestimmt Hinweise darauf, wer der Dieb ist. Das habe ich so im Gefühl. Weißt du noch, was sie alle erzählt haben? Konrad meinte, dass er Besuch von einem seltsamen Mann bekommen hat. Das muss der Dieb gewesen sein. Leider hat Konrad auch gesagt, dass der Mann eine Kapuze und eine dunkle Sonnenbrille aufhatte, also konnte er nicht wirklich sehen, wie der Schurke aussah. Dann haben wir das grüne Stoffteil, das du bei Beatrice gefunden hast. Das stammt sicher von der Kleidung des Diebes. Was meinst du?
Ein Dieb, der den Tatort verlässt, möchte so schnell wie möglich verschwinden. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn er dabei mit seiner Kleidung am Zaun hängen geblieben ist. Man hat nicht erzählt, wie ihre Uhr verschwunden ist, aber ich frage mich, ob es nicht der gleiche Dieb war, der auch den Kuchen von Frau Holzwolf gestohlen hat. Der ist zwar nicht wertvoll, aber selbst ein Dieb hat mal Hunger. Er wird wohl den Duft ihres wunderbaren Apfelkuchens gerochen haben, der auf der Fensterbank abkühlte. Es gibt einen wichtigen Hinweis in Frau Holzwolfs Geschichte. Das spüre ich einfach. Wir werden uns ein bisschen den Kopf zerbrechen müssen, um dieses Rätsel zu lösen. Komm schon, wir machen uns ein paar Gedanken und schauen, ob uns das weiterbringt. Ich glaube, dass die Erzählungen der Zeugen Hinweise liefern können, wer der Dieb ist. Hilf mir, mich zu erinnern, was sie gesagt haben. Wessen Erzählungen sollen wir als erstes durchgehen? Josh? Konrad? Frau Holzwolf? Keine Ahnung. Wieso Josh? Ich glaube, das soll Beatrice heißen, weil früher war es Josh. Weil ganz am Anfang war es noch Josh, dem seine Trophäen geklaut wurden. Ah. Okay, keine Ahnung, wir müssen ja wahrscheinlich alle durchgehen, oder nicht? Ja. Ja, dann fangen wir von oben an, Josh, beziehungsweise Beatrice. Dann nehmen wir Josh. Das Stoffstück, das du bei Beatrice gefunden hast, muss doch von den Kleidern des Diebes stammen. Welche Farbe hat es? Ach du Scheiße. Blau, grün, gelb oder braun? Grün. Ich weiß nicht, ich konnte mich nicht erinnern. Ja, genau, das Stoffstück war grün. Das bedeutet wohl, dass der Dieb grüne Kleider anhatte. Gut, dass du dich erinnern konntest. Das hast du mir vor 3 Minuten gesagt, Mensch. Ich habe nicht zugehört. Super, toll. Warum lese ich ja Englisch? Wenn mir niemand zuhört. Nein, Konrad als nächstes. Der Schmied hat zwar nicht das Gesicht des Diebes erkannt, aber das spielt vielleicht keine so große Rolle. Konrad hat uns trotzdem einen wichtigen Hinweis gegeben. Erinnerst du dich, wie der Schurke ausgesehen hat? Kapuze und Sonnenbrille. Torwartmaske, Tropenhut und Karnevalsnase, Zylinder und Bart, Kapuze und Sonnenbrille. Kapuze und Sonnenbrille. Exakt, der Dieb hatte eine Kapuze auf und dunkle Sonnenbrille. Ausgezeichnet. Oh Gott, das hat wieder wie ein Roboter geklungen. Oh, toll. Frau Holzwolf. Ich glaube, der Dieb war hungrig und wurde vom Duft von Frau Holzwolfs Kuchen aus seinem Versteck gelockt. Die Versuchung war einfach zu groß für ihn. Der Wind bläst ja oft in Richtung Meer. Was wäre da also ein logisches Versteck für den Dieb? Der Strand, das Schloss, die Moorlandstelle, Jaspers Scheune. Jaspers Scheune, ne? Sicher? Naja, aber wo willst du am Strand was verstecken? Aber warte, die Versuchung war einfach so groß, der Wind bläst ja oft in Richtung Meer. Macht alles keinen Sinn. Irgendwie bin ich gerade voll verwirrt. Sind sie jetzt die Moorlandstelle? Ist jetzt der Strand? Ich fühle mich gerade voll blöd. Ich sag Jasper Scheune. Sag du mal Scheune. Nee, das hört sich nicht vernünftig an. Wenn der Wind vom Land aufs Meer bläst, dann wäre das ja komisch, wenn der Dieb dort aufhält. Ja, aber wo soll er sich sonst aufhalten? Okay, das Ich war's auf sag jetzt jeden mal Fall Strand. nicht. Ja, es ist der Strand. Ja, macht auch Genau, was Sinn. ich mir Aber gedacht wo willst du da habe. was verstecken? Der Strand liegt schließlich genau zwischen Frau Holzwolfs Haus und dem Meer. So muss sich der Dieb dort aufgehalten haben. Ha, ich glaube, wir haben es. Nun wissen wir, wer der Dieb ist. Ja, ich muss das alles noch mal kurz durchspielen, ne? Ja, kein Ding. Aber ich würde auch sagen, bevor wir wissen und entlarven, wer der Dieb ist, sind wir am Ende der Folge angelangt. Das heißt, gleich in der nächsten Folge werden wir hoffentlich erfahren, wer der Dieb ist. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge Star Stable Online wieder. Tschüss! Tschüss!